Nachtwach-Podcast von SRF 3 und Fernseh SRF 1. Gute Nacht, herzlich willkommen zur Nachtwach. Heute will ich ausschließlich mit Männern reden, weil es nimmt mich Wunder, was es heisst, Mann zu sein. Erzählt mir das. Das ist Telefonnummer 0800 00 22 20. Ja, was heisst es, Mann zu sein? Ein Mann, der muss vieles miteinander können verbinden, hat auch viele Erwartungen, die wahrscheinlich an ihn gestellt werden. Der muss viel Geld verdienen, er muss einen guten Job haben, einen super Body, dann sollte er noch ein toller Liebhaber sein und einen guten Vater und vielleicht auch noch Hausmann und der Fels in der Brandung. Ist ein bisschen viel, finde ich. Jetzt frage ich aber euch, ihr Männer, ist das so? Beziehungsweise, was sind denn ihr für ein Mann oder was wollt ihr für ein Mann sein? Wie geht ihr mit all diesen Erwartungen um? Wie lebt ihr als Mann? Was macht ihr als Mann? Wo stoßen ihr zum Beispiel an Grenzen? Was macht euch glücklich? Und so weiter und so fort. Ganz viele Fragen zum Mann sein. Ihr dürft sie mir beantworten. 0800 00 22 20. Was heisst es, ein Mann sein? 0800 00 22 20. Der Peter ist am Telefon, das ist Barbara. Salut, Peter. Salut, Barbara. Peter, was bist denn du für ein Mann? Was bin ich für ein Mann? Ja, ganz schwierige Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja. Aber so Selbstbildnis, oder? Hast du wahrscheinlich, wenn du dich selber anschaust, beobachtest, wenn du selber mit dir redest und so, was hast du das Gefühl, was du für ein Mann bist? Ich bin ein Mann, der immer mehr auf dem Weg ist, authentischer Mann zu sein. Aha. Ja, irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, das nicht einfach zu ignorieren, sondern dem nachgehen und irgendwie das auch empfinden können und dann dementsprechend auch handeln. Ja. Und was heisst denn authentisch ein Mann sein? Also gibt es denn da wie so irgendwie eine Vorgabe, wenn ein Mann muss sein? Eine Richtlinie, du meinst so. Ja, genau. Und so. Genau. Nein, die gibt es nicht. Oder respektive, die hat es sehr lange gegeben. Mhm. Und ich habe für mich selber wie irgendwie, habe das alles probiert mit den Autos und Frauen und Geld und all die, sage jetzt mal, alten Sachen. Ja. Und ich habe mich immer irgendwie ein bisschen unerfüllt gefühlt. Ja, weil das wieder losgelöst ist von mir. Woher ist denn das gekommen? Also ist das aus der ganzen Erziehung rausgekommen? Also Vorbild Vater und so, da hat man irgendwie einen Bub, der hat so und so zu sein, einen Teenager auch? Nein, also weniger jetzt irgendwie vom Vater her, mehr, ich würde sagen Medien, Fernsehen, Film, wo anders vorgegeben haben. So Vorbild, ja, schwierig. Männervorbilder, gute Männervorbilder. Unerfüllt bist du geblieben, also bei all diesen Sachen, die so auf Statussymbol wahrscheinlich gesetzt worden, ja, gesetzt worden ist, auch in den Zeitungen, auch in der Werbung. Und wie hast du dich denn gefunden? Mit was? ich habe erst irgendwie mit 30 angefangen, mich für das Thema zu interessieren, wo ich gewusst habe, dass ich Vater werde, also wo meine Partnerin schwanger geworden ist. Mhm. Ja. Bin ich an einer Veranstaltung gewesen, wo Männer gewesen sind, die einen einjährigen Ausbildungskurs gemacht haben. Zu was? Und zu was? Einfach 8 Männer, die zusammen Kurs gemacht haben, Wochenende, wo sie ihre Schatten gejagt haben sie dem gesagt. Also Sachen, die man mit sich umdreht von den Eltern oder Erlebnisse in der Jugend, die einen behindern. Wie bist du auf das gekommen? Also du hast gesagt, das finde ich ja interessant, also dort, wo deine Frau, Freundin schwanger war und so, hast du gefunden, ich muss jemand anders werden oder ich muss mich besser kennenlernen. Und wie bist du jetzt auf diese Mannengruppe gekommen? Die ist an mich herangetragen worden. Ich bin an ein Fest gegangen, wo die Männer am Abend ums Feuer herumtanzen sind, oben ohne, und ich habe das wunderschön gefunden. Mhm. Und haben dann mit einem von diesen Männern angefangen zu reden. Und im Verlauf von dem Gespräch
hat er Sachen mir berührt, wo ich nicht gemerkt habe, da sind Verletzungen nur von mir, die mich aufhalten. Mhm. Und am Ende von dem Gespräch hat mich der Mann, und der ist, also ich bin recht groß, ich bin 1,91. Und der ist grösser gewesen als ich und massiv, also wirklich ein Mann mit Haar auf der Brust. Ja. Und der hat mich umarmt. Und es ist so wunderbar warm. Also meine erste richtige Mannenumarmung war eigentlich. Ja, also das hast du gar nicht gekannt. Das ist mir, da bist du auf Abstand gegangen. Das habe ich gar nicht gekannt. Dass man sich auch könnte anlangen, berühren oder ich so. Könnte anlangen, dass man Wärme austauschen kann, das heben. Und das, Genau, Männer sind mehr so Konkurrenz irgendwie auch. Ja, für dich dann, bis dort ja, dann. Ja, genau. Also Konkurrenz in allem. Beruflich, Konkurrenz, wenn es um Frauen geht, Konkurrenz. Es war mehr so ein Denken gewesen. Wenn ich einem Mann gegenübergetreten bin, habe ich den angeschaut und habe geschaut, ist jetzt der besser oder schlechter als ich in dem, was wir jetzt gerade machen. Es hat immer gerade eine Wertung stattgefunden. Das ist auch interessant. Und woher kommt denn auch das? Das passiert unter Frauen auch. Aber es nimmt mich jetzt gleich Wunder, woher das kommt, so ein Verhalten, dass man immer muss schauen, wer ist echt der Bessere oder wer ist Mann oder umgekehrt auch, wer ist die bessere Frau? Aber jetzt bleiben wir ja bei den Männern, was? Oder? Woher das kommt? Ja. Ich würde sagen, das ist geschichtlich bedingt. Mhm. Ja. Also dann bist du also in den Kurs, also ihr habt geredet miteinander, ihr habt sehr eure Schatten gemacht. Genau. Ja. Was ist denn, also wo du gesagt hast, anderen Männern, du machst jetzt das, du gehst da mit Männern gehen, über dich reden und über deine Gefühle und was weiß ich, genau. Also einfach all das aufzuschaffen. Wie sind denn die Reaktionen gewesen? Also von meinem Umfeld oder, ja, von, oder Umfeld. Von den Männern, die ich von meinem Umfeld... Ja, die nicht an den Kurs gegangen sind. Mhm. Also meine Partnerin hat es mega, mega schön gefunden, dass ich da dran gegangen an diese Sachen, auch eben in Bezug auf Kinder dann. Ja. Meine Eltern haben es befremdlich gefunden. Kann ich mir eben vorstellen. Yeah. Also sie haben gefunden, Männer müssen doch nicht über ihre Gefühle reden und so, musst jetzt oder? So. Sie haben, glaube ich, wie nicht verstanden, was ich da mache. Ja. Ja. Wie lange bist du denn in diesen Gesprächsrunden gewesen? Oder sind das nur Gesprächsrunden gewesen? Nein, das war über ein ganzes Jahr verteilt gewesen. Sind das 9 Wochenende gewesen, wo wir 8 Männer haben wir uns getroffen. Und die Leitung, genau. Und das also geredet vor allem miteinander oder haben wir sehr viel geredet. Wir haben aber auch Übungen gemacht, ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ja. Was denn so? Zum Beispiel eine Übung, wo mich jetzt wundern nimmt. Ja. Wo du findest, dass hat jetzt nicht speziell mit Nasi zu tun. Oder doch eigentlich schon. Wir sind einfach wir sind dann gegenüber am Boden gelegen, auf der Seite, und haben dann einfach in die Augen geschaut. Was passiert einfach, da? Genau, was passiert? Ich habe das vorher nie an einem Mann so lange in die Augen geschaut. Und ich habe sehr schmal irgendwie gemerkt, was für ein wunderschönes Wesen mein Gegenüber ist, als Mann. Ich habe, Männer nicht als etwas Schönes, du hast so gar nicht beachtet, ja, genau. Das ich bin so gar nicht so beachtet. Tief gegangen. Ja. Ich meine, das ist ja sowieso schwierig, einander in die Augen zu schauen. Ich finde, das ist so etwas total Intimes, oder? Ja. Auch wenn ich jetzt da, ich weiss jetzt nicht, in welche Augen dass ich schaue, aber es ist ja irgendwie eine komische Situation, dass ich jetzt da rein schaue, aber ich weiss eigentlich gar nicht, wer ich anschaue. Ja, und es ist, ich glaube, es ist das dass man dann so lange in die Augen schaut, ist ein Zeichen von einem sehr starken Vertrauen am Gegenüber. Ja. Und bis Männer sich vertrauen und sich öffnen, ja, für mich ist das Neuland gewesen, völlig. Und wenn wir jetzt einen Sprung machen und du so quasi wie der Kurs, der ist ein Jahr lang gegangen, 8 Mal oder 9 Wochenende, wo ihr euch getroffen und hast du das Gefühl, du seist dir jetzt viel näher gekommen und auch dem, was du als Wunsch gehabt hast, irgendwie, ich will mich als Mann erfahren, ich will noch andere Seiten entdecken an mir. Absolut.
Absolut. Was bist du denn jetzt im Unterschied zu vorher für einen Mann? Was ich jetzt im Unterschied zu vorher für einen Mann bin? Ja. Feinfühliger. Feinfühliger. Ich kann wie mehr. Früher habe ich, wenn Gefühle gekommen sind, die mich in dem Moment irgendwie behindert hätten, habe ich die wegtun. Und jetzt schaue ich an, woher dass sie kommen und was sie mir möchten sagen. Zum Beispiel. Mhm. Ja. Mehr mich auf die Intuition verlassen. Das ist so. Ja. Also man muss sich, glaube ich, einfach immer wieder neu definieren und verändern. Absolut. Absolut. Es ist wie ein Feuer, das immer wieder Nahrung braucht, damit es weiterbrennen kann. Ja. Jetzt bist du ja in der Zwischenzeit Vater, oder? Ich bin sogar zweifacher Vater. Oh. Das war in dem Fall nicht einfach vor einem Jahr, sondern das ist schon länger her. Nein, das war vor 3 Jahren. Fast 4 jetzt. Ja. Und wie machst denn du jetzt das als Mann? Also ich nehme an, du schaffst. Wie verschaffst du denn? Also schaffen, du meinst Vater sein und schaffen so? Ja, oder? Alles. Also jetzt mal beruflich, okay. Beruflich schaffen, wo das Geld... Wo das Geld gibt. Wo das Geld herkommt. Ja, genau, wo das Geld herkommt. Ich habe vor 6 Jahren mit einem Geschäftspartner zusammen eine kleine Werbefirma aufgebaut. Mhm. Genau, und dort verdiene ich eigentlich mein Geld. Und wie viel Prozent bist du denn jetzt dort? Ich arbeite etwa 70%. Aber da ich selbstständig bin, ist das sehr schwankend. Mhm. Und kannst viel Arbeit auch daheim machen? Nein, keine Chance. Wegen der Kinder? Mit den Kindern, nein, das geht nicht. Aber eben, ich habe ja am Anfang gesagt, oder bei der Einleitung, es ist so wahnsinnig viel, oder die Rolle, die ihr alle solltet erfüllen als Mann. Also da ist irgendwie der irgendwie das Geld soll. Es sollte noch gut aussehen, dann sollte er noch das und so, und dann sollte er aber die Heim auch noch helfen und so. Wie gehst du jetzt mit dem um? Oder ist das für dich kein Problem? Natürlich völlig kein Problem, ich schaffe das alles. Und nein, Quatsch. Ich habe das Glück, dass ich mit einer Partnerin zusammen bin, wo wir uns immer wieder wie neu auch finden können. Ja. Wo wir können ausprobieren können, was für uns funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Ja. Was funktioniert gut dann? Was sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel, wenn ich 6 Stunden am Stück Kinder haben, während sie gehen arbeiten. Für mich ist das ein klar abgesteckter Rahmen. Ich weiß, ich kann nie Energie aufteilen auf die 6 Stunden. Es hat einen Anfang, es hat ein Ende. Es ist für mich klar absehbar. Ja. Ja, was ich wiederum auch für klar männliche Eigenschaften halte. Dass ihr so strukturiert sind, oder wie? Ein Anfang, ein Ende, ist Klarheit. Wichtig. Ist mega wichtig. Um den Überblick haben und wissen, hey, genau. Also du findest, denn Frauen haben das viel weniger. Die können, das ist immer so überlappend alles miteinander. Ja, es ist viel fließender innen und innen irgendwie. Sie können viel mehr mit dem Moment und dann mit dem mitgehen, was mir eher schwerfällt. Ja. Und würdest du das wollen? Dass es ein bisschen anders wäre. Also so, dass dort mehr so irgendwie auch das Fließende hättest. Ich hätte sicher gerne mehr, aber ich schätze die Eigenschaft von der Klarheit an mir, auf jeden Fall. Von der Entschlusskraft vom Vorwärtsgehen. Doch, das habe ich sehr gerne. Das macht mich stark, männlich. Stark. Das ist immer noch wichtig, gell? Stark und männlich ist wichtig, wenn man ein Mann ist. Es ist auch wichtig. Es ist so eine Mischung zwischen Entscheidungskraft und vorwärts gehen und doch irgendwie noch verbunden sein mit dem Herz. Ja, das finde ich schön. Und jetzt meine allerletzte Frage. Ja, sicher. Was macht dich als Mann am glücklichsten? Was macht mich als Mann am glücklichsten? meine Töchter, auf jeden Fall. So schön. Ja. Ja, bist du dann eben der Vater, Mann-Vater? Da bin ich dann eben der Vater. Das ist das Kinderlachen, ein Kind, oder meine Kinder, die auf mich zukommen, und dann freut auch mit mir und mit mir am Rand sind. Und da geht mir das Herz auf.
So schön. Also, da machen wir zusammen jetzt den Punkt und danke vielmals fürs Gespräch, Peter. Danke dir. Und alles Gute. Gute Nacht. Ja, danke. Ciao. Ciao, Barbara. Tschüss. Ciao, Peter. 0800 00 2020. Was sind ihr für ein Mann? Was heisst es heutzutage, ein Mann zu sein in unserer Gesellschaft? Das sind die Fragen, die mich heute interessieren. Leute da, Männer. Frauen müssen jetzt halt das mal zulassen. Aber wir sind im Übrigen das nächste Mal dran, weil dann kommt genau die gleiche Frage zu euch. Dann müssen die Männer zulassen, nämlich, was heisst es, Frau zu sein? Und am Telefon haben wir jetzt Fritz. Ja. Ja. Das ist Barbara. Ja. Hörst du mich? Hallo Barbara. Sorry Fritz. Du bist 89, ich höre dich nicht sehr gut, aber vielleicht tut sich das im Laufe des Gesprächs verändern. Darf ich dich auch fragen, was bist denn du für ein Mann, wenn du dich jetzt selber müsstest beschreiben? Eigentlich ein halber. Ein halber? No, ja. Was heisst ein halber Mann? Ich muss jetzt die weibliche Arbeit machen. Ich habe vor 8 Jahren meine Frau verloren. Ah, jetzt machst du all die Arbeit, die sie vorher für dich gemacht hat? Genau, ja. Ausser das, was sie speziell gemacht hat. Was sind das für Arbeiten? Nein, und lese mir das, kann ich nicht. Mhm, aber was sind es für Arbeiten? Hauptsächlich der Haushalt und da habe ich jetzt immer oder fast immer jemanden. Diese Woche habe ich zum Beispiel noch gar niemanden gehabt, wo mir hat an der Haushaltung etwas geholfen. Ich kann selber saugen, ich kann selber sauber machen, ich tue selber kochen. Das ist kein Problem. Auf der anderen Seite, wenn ich jemanden habe, immer, der tut, für mich kochen, dann bin ich natürlich sehr glücklich. Froh. Ja, froh. Ja. Und meistens sind wir zusammen, tut man besprechen, was wollen wir kochen, was soll es geben, was kann ich noch Gemüse im Keller oder im Tiefkühler. Ja. Was hat es denn heute Mittag zum Essen gegeben? Heute? Ja, natürlich gewärmt. Das heisst, ja, 4 verschiedene Gemüse gehabt. Heute habe ich noch eine Büchse Böndli. Ja. Diese Böndli habe ich aufgemacht, dass ich etwas Wirtschaft zeige. Ich habe noch ein Scheibli gemacht von Zucchetti, habe die gebrötelt. Ich habe noch ein Stück Köhli gehabt, Wirz, ein kleines, etwa so fußgross. Das habe ich auch gekocht mit einem Herdöpfel zusammen. Oh, fein! Und, also fleischlos? Nein, ich habe noch ein halbes Hühnerbein gehabt, das ich gestern, also am Montag, gemacht habe. Ja. Du, jetzt musst du mir sagen, Fritz, wie war denn das gewesen, vorher, wo deine Frau noch gelebt hat? Hast du das alles auch schon gemacht oder nicht? Das hat natürlich meine Frau gekocht, voll. Ja. Ich wusste, wenn wir nicht etwas anderes abgemacht haben, jetzt hat es um 12 Uhr zum Mittag gegeben und um 10 vor 6 Uhr, 6 Uhr jetzt Nacht gegeben, regelmässig, oder? Ja. Und am Sonntag haben wir manchmal abgemacht, ja, wir haben um 12 Uhr nicht Hunger. Also passiert es mir heute, weil ich heute länger im Bett bin oder länger schlafe, wieder. Als ich noch gearbeitet habe, ich musste um 6:30 Uhr. Ja. Wir haben 25 Jahre lang nie um 6:30 Uhr müssen anbauen. Als was? Nachbardorf. Was hast du gearbeitet? Ich war Rundschleifer, 36 Jahre lang. Mhm. Dort habe ich zwar auf Holz, ich war ein Holziger, heute noch. Ja, also ich alles mache viel aus Holz. Mhm. Oder hat's gemacht, jetzt heute geht's nicht mehr, weil ich sehr behindert bin. Also du machst jetzt einfach wirklich den ganzen Haushalt, etwas, was eben vorher deine Frau gemacht hast. Du hast interessanterweise gesagt, ich bin damit, bin ich ein halber Mann, findest du eine halbe Frau. Und in dem Fall auch ein halber Mann, oder? Also, halbe Frau kann man nicht sagen. Es nimmt mich nur Wunder, Ich darf meine
Frauen, die zu mir kommen, darf ich natürlich nicht anlängen, oder? Ja. Als Mann. Nein, das darfst du nicht. Nein. Das macht es hat solche, die angelenkt werden gegen Bezahlung. Die bei dir vorbeikommen? Ja, ja. Aber dann habe ich schon Angebote bekommen, was ich für welchen Betrag, dass ich könnte eine Freude erleben als Mann. Ja, und das willst du nicht? Ja, nicht unbedingt. Ja. Du, jetzt sag mal noch schnell, also du bist früher dann was für ein Mann gewesen, wo du noch voll im Berufsleben gestanden bist. Was würdest du sagen, was für ein Rollenbild Mann hast du dort gehabt? Ja, ich war vorwiegend Ehemann und Vater gewesen, oder? Ich hatte vier Kinder gehabt. Ja. Und die wollen heute nichts mehr wissen von mir. Wieso? Die sind heimgekommen, solange meine Frau noch da war. Die haben Freude gehabt, wenn sie mit der Frau können, das heisst, reden. Ja, reden. Und vielfach haben sie dann etwas gebracht. Du, mir ist ein Riesenschluss kaputt gegangen. Könntest du mir und meine Frau hat es natürlich schwing gemacht. Ja. Als also mit dir haben sie jetzt keinen Kontakt, da wird es ja wohl auch noch eine Geschichte haben. Aber eben, du bist der Ernährer damals gewesen, oder? Von der Familie. Ja, ja. Ja. Und ich habe das gerne gemacht, ich hatte Freude an der Rolle, oder? Mhm. Wir haben früher geheiratet eigentlich, in dem Sinn, dass wir eine Familie mit Kindern haben, oder? Dass wir nicht 60 oder drüber sind, wenn die Kinder neu in die Schule gehen oder 20 werden. Ja. Und nachher ist da etwas dazwischen gekommen. Wir haben den geheiratet und innerhalb von einem Jahr, wir haben dann zuerst noch gespart. Das hat auch zum Mann gehört. Ich praktisch das einzige Einkommen haben wir von mir gehabt. Das heisst, meine Frau hat auch Heimarbeit gemacht. Ja, ja. Und, also sie hat nicht draußen gearbeitet, sondern einfach die Heim noch etwas dazu verdient. Und ja, dann hast du gesagt, ihr habt noch etwas angespart. Was habt ihr denn mit dem Geld gemacht? Das Haus gekauft. Ah, das ist ein Traum. Ja, das Traum war ein Traum. Das heisst, wir haben eine günstige Wohnung gehabt und mussten dann ausziehen, weil unser erstes Kind, der Bub, ist blind auf die Welt gekommen. Und dann war nachher immer angewiesen gewesen. Er ist zwar operiert worden, hat aber bei der Operation sein erstes Auge verloren und hat nachher müssen Blindenschule. Mhm. Und für das war er immer auf den öffentlichen Verkehr angewiesen gewesen. Und das haben wir dann geschaut, zu vermeiden, dass er dort, wo wir gewohnt sind, einfach eine schlechte Verbindung, schlechte Nachlass hat. Ja, und genau, dann haben das dort. Und dann haben wir etwas gesucht, eine Wohnung gesucht. In der Nachbarstadt und Umgebung. Und da hat mir ein Immobilienhändler hat mir gesagt, er hat jetzt gerade kein günstiges Haus für mich, aber ich soll doch schauen, ein kleines Häuschen kaufen. Ich sei mit meinen Kindern sicher wohler, wieder in einer Stadtwohnung. Ja. Und dann haben die ein Häuschen. Und jetzt vielleicht ganz am Schluss von unserem Gespräch nimmt mich noch Wunder, wenn du jetzt auf dein Leben zurückschaust, eben das als Mann, dann würdest du sagen, ich bin ein glücklicher Mann gewesen. Ja, ich bin ein glücklicher Mann gewesen, dank meiner Frau. Dort hatte ich einen guten Halt gehabt und sie hat mich eigentlich auch geschätzt. Ich habe die Tage gerade noch einen Brief gelesen von ihr, wo wir schon geheiratet waren, was ich jetzt vorhin erwähnt habe. Wir wollten das erste Jahr Geld verdienen. Wir haben ein bisschen eine magere Hochzeit gefeiert. Mhm. Meine Frau war gerade gut 20 und ich 23, wo wir geheiratet haben und kein Geld. Ja. Kein Geld mehr nach der Hochzeit, das haben wir ja gewusst, wie das kommt. Und ich habe gesagt, jetzt müssen wir zuerst
ein Wiegeli verdienen. Ja, wir haben beide geschafft, ein Jahr lang. Ja. Du, was mich noch wundern nimmt, ich tue dich jetzt da schnell unterbrechen, nur was der Brief, den du bekommen hast, hat es dort so liebe Worte an dich gehabt? Das nimmt mich wunder. Hat sie dort etwas geschrieben? So. Von welchem Brief? Du hast doch gehört. Ja, der von meiner Frau. Ja, was hat sie denn dort geschrieben? Sie plane darauf, dass ich wieder heimkomme, weil ich in der Kur war. Ah, also das wollte ich jetzt eben erwähnen, nach einem Jahr, wo man meint, jetzt hätten wir das Biegeli parat und die Frau hat die Windel gekauft. Und dann habe ich müssen ins Spital. Mhm. Ich habe Lungenentzündung und Brustfellentzündung gehabt. Ja. Und dann musste ich gut, das ist ein ganzes Jahr gegangen. Ja. Also du hast natürlich so oder so, ich meine, mit 89 ein total bewegtes Leben. Das ist ganz schlecht gewesen. Lass mich schnell noch etwas sagen, weil ich will im Prinzip jetzt das Gespräch beenden, weil wir reden ja über das Masi und du hättest sicher noch ganz viel Interessantes zu erzählen aus diesen 89 Jahren. Aber das über das Masi, das hast du eindrücklich erzählt und ich wünsche dir jetzt eine gute Nacht und dass es dir gut geht. Ja, danke vielmals. Mach's gut. Ciao, Fritz. Ich würde die Nacht als halber Mann verbringen. Ja, genau. Ciao. Tschüss. Ciao, Fritz. Ja, was sind ihr für ein Mann? Wie lebt ihr? Sind ihr eben der Mann, der achtsam ist, aufmerksam ist? Der Mann, der sich immer wieder neu muss definieren oder will definieren? Sind ihr der Macho? Sind ihr irgendwie noch in ganz alten Muster verhangen? Konservativ, wie man das jetzt heute würde sagen. All das interessiert mich, euer Masi und was es heisst, mit dem Rollenbild heute in der Gesellschaft zu bestehen. 0800 00 22 20, das ist die Nummer. Und am Telefon der Lukas, das ist Barbara. Sali Lukas. Ja, sali Barbara. Lukas, wie alt bist du? Ich bin 25. 25? Ja. Dann kann ich dich gut fragen, so einfach. Was bist du für ein Mann? Was bin ich für ein Mann? Was bin ich für ein Mann? Wenn du jetzt dich selber müsstest beschreiben, was kommt denn da so für Attribut? Oder für Schlagziele? Also, Mensch, seit 25 Jahren auf dem Planet Erde. Ja. Im Geschlecht männlich, Grösse 1,92. Auch gross. Ja. Er kocht gern. Mhm. Er schläft gern aus. Mhm. Es ist wichtig, achtsam zu sein. Mhm. Und somit wäre eigentlich schon recht viel gesagt. Und er lebt allein? Allein? Nein, nein. Ah, nicht? Nein. Es sind ganz viele Menschen da um mich herum. Also in einer WG oder? In einer WG, ja. In einer WG. Nein. Und liebesmässig? Liebesmässig? Also, wie liebesmässig? Also bist du in einer Partnerschaft oder nicht? Ah, so. Also eine Paarbeziehung. Nein. Single in dem Fall. Single, ja. Aber das gute Stichwort Liebe. Also, das ist für mich ganz wichtig, wie soll ich sagen, die Liebe zu sich selber. Ich glaube, das darf man nicht zu fest vergessen. Ja. Sag, und wo hast du das alles irgendwo mitbekommen? All das, was du jetzt da erzählt hast, die Achtsamkeit und die Liebe und alles, ist das alles verbunden mit der Kindheit? Verbunden mit der Kindheit, ja vielleicht. Also die kausalen Zusammenhänge sind immer ein bisschen schwer herauszufinden, aber es hat Schlüsselmomente im Leben natürlich. Ja. Also da sind zum Beispiel Scheidung von den Eltern, das ist ein wichtiges Thema. Oder das erste Mal in die Schule gehen, das ist
Das ist ein Schlüsselmoment, eine Scheidung von den Eltern. Dann, bist du nachher dann bei der Mutter gewesen oder beim Vater aufgewachsen? Beides. Also beides? Ich bin, ja, es ist so wochenendmässig gewesen. Und ich bin dann aber auch schon 12 gewesen. Also, dort habe ich noch gedacht, das ist eigentlich recht gut gegangen. Aber wie es dann halt ist mit der Pubertät und so weiter und so. Eben Liebessachen und so durcheinander und Hormone und ja, genau. Von alle Menschen. Du hast dich als Mensch beschrieben und jetzt nicht als Mann. Genau, weil Mensch, Mann, männlich, ich habe wie das Gefühl gehabt, jetzt, ich habe eben vorher ein bisschen zugelassen und eben so ein bisschen die ältere Generation hören reden. Und was ich einfach mehr spüre, ist jetzt, dass etwas Neues kommt und dass der Mann sich nicht mehr als Mann sieht und die Frau nicht mehr als Frau so, wenn ich so links und rechts und vor allem bei mir schaue, sondern dass man sich einfach als Mensch sieht, wo logischerweise einen männlichen Körper hat, in dem Sinn, oder einen weiblichen Körper. Wo jetzt aber vor allem zu Amerika, das merkt man ja schon auch, mit diesen ganzen Transgender-Geschichten völlig durcheinander gewirbelt wird. Mhm. Und das, ich glaube, es geht jetzt wirklich mehr und mehr darum zu verstehen, wo bin ich Mann, beziehungsweise wo bin ich männlich, ja, und wo bin ich weiblich? Ich glaube, das ist jetzt wirklich, das wird immer wichtiger. Und, ja, und es gibt dort viel Verwirrungen, habe ich eben das Gefühl. Ja, ja, das gibt also so oder so, denke ich. Also vor allem so, ja, bei Menschen, die nicht aufgeschlossen sind, oder die nicht darüber nachdenken. Jetzt will ich aber bei dir bleiben und dich fragen, wo sind denn bei dir, wo du merkst, da bin ich typisch Mann? Und vielleicht nachher eben da bei der sind Ausstrahlung. Die... Bei der Ausstrahlung. Also im dritten Raum. Und das gibt mal so eine Wirkung nach außen. Also Ausstrahlung männlich? Genau. Also vielleicht liegt es an der Körpergröße. Ah, okay. Ja. Das Auftreten, so, dort nehme ich mich als Mann wahr, so das Männliche. So. Und was heisst das? Also wie trittst du denn auf? Ich gehe auf Leute zu. Ja. Gut, also, das machen die Frauen auch, oder? Ja, das machen die Frauen auch, genau. Also das ist ein männliches Prinzip, oder? Auf jemanden zugehen. Sagst genau. Du, ja. Also so spüre ich es. Und wenn man zulässt, das ist dann für mich eher das weibliche Prinzip. So. Und wichtig für mich, also das habe ich lange nicht verstanden, ich bin lange einfach quasi recht weiblich gewesen, viel mich mit weiblich identifiziert und also auch homosexuell und so weiter, bis ich gemerkt habe, aha, Moment mal, ich würde, glaube ich, gut beraten sein, auch mal die männliche Geschichte in mir zu entdecken, also den Mann in mir. Ja. Und das ist einerseits ist eben das Auftreten, das ist eine männliche Geschichte, die du sagst. Was ist es denn, was hast du noch entdeckt? Also das Ausstrahlen. Ausstrahlen, ja, Ausstrahlung. Wie die Sonne. Genau. Und nachher, was hast du noch entdeckt an Männlichkeit an dir? Noch entdeckt, das Initiative ergreifen, oder? Also wie quasi den Funken geben an etwas. Mhm. Das findest du auch etwas Männliches. Und das sind... ist etwas Männliches, ja, genau. Ja. Das ist etwas Männliches. Und was ist denn an dir weiblich? Zulassen. Meinst du denn, da würden jetzt vielleicht viele Männer sagen, nein, aber ich kann auch zulassen? Ja, richtig. Das ist ein weibliches Prinzip. Das ist wie empfänglich. Also wenn man die Frau und den Mann anschaut und, ich sage mal ganz direkt, im Sexualakt beobachtet, ist die Frau, die empfängt, und der Mann, der tut wie Sender. Sender und Empfänger, vielleicht in der Telekommunikation noch auch. technische. Ja, für die, die ein bisschen technisch affiniert sind. Ja, genau. So siehst du das. Also, ja, ich sehe das so. Und wie bringst denn du jetzt das? Also du hast ja vorher gesagt, kann man ja ist grosse Verwirrung da, wenn man sich irgendwie nicht mehr so genau definiert, weder Mann noch Frau. Also man hat gewisse Anteile und so, Transgender. Wie bringst du das selber denn für dich unter einen Hut? Unter einen Hut in meinen Körper, ja. Es ist wichtig, eben, dass man sich
selber wie manchmal auch ein bisschen zu beobachten. Ja. Dass man mal Abstand nimmt von der Situation oder von dem Gefühl, das gerade ist und sich einfach mal beobachten. Und dann passiert nämlich etwas. Und dann merkt man so gewisse Sachen und dort hinein fallen dann auch die Geschichten, wo bin ich weiblich und wo bin ich männlich und was fehlt mir ein bisschen und wo würde ich gerne noch ein bisschen mehr. Das hat mit Achtsamkeit zu tun. Dann sind wir jetzt ja gerade dort, also du bist 25 und du kannst noch lange irgendwie an dir arbeiten, als Mensch, oder? So ja, oder so. Ja. Was im Moment, was fehlt dir denn? Also weißt du, was suchst du noch? Welchen Anteil vom Mann zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Mann sind? Konkret Anteil vom Mann, ich sage dem lieber männlich. Männlich, ja. Was würde ich sagen? Das Ziel, ich arbeite wie ein Ziel an, oder? Es geht um eine Selbstständigkeit zu erreichen. Also selber können mir den Tag gestalten und entsprechend das Einkommen sichern und dort quasi die Signal raussenden, die es dort jetzt braucht, oder? Damit man sich das wie auslegen. Und das fehlt mir in dem Sinn noch, aber ich arbeite wieder darauf an, oder? Also so das Ziel oder so die Erfüllung, oder wie man dem will sagen, das fehlt jetzt hier in dem Moment, aber man muss ja wieder darauf anschaffen, eins nach dem anderen. Genau, und jetzt ganz konkret, wie sieht denn so dein Tag aus als Mensch? Was machst du? Also als allererstes mache ich die Augen auf, wie glaube ich. Nein, ich meine jetzt auch beruflich, das finde ich schwierig. Aha. Jetzt, da kommen wir nie mehr an, oder? Bis dann irgendwann sind wir morgen dran. Nein, also jetzt auch beruflich und so, wo bist du da unterwegs? Beruflich, also ich habe eine Lehre gemacht als Informatiker, Systemtechnik. Dann habe ich mal eine kurze Pause gemacht, dann bin ich ins Militär gegangen. Das ist auch etwas typisch Männliches. Nein, jetzt haben sich ganz viele Frauen, aber haben sich rekrutieren, aber nicht gelesen. Ja, also das hat man auch gut beobachtet, dass die Nachfrage auch bei den Frauen da ist. Ja. Aber jetzt zu mir. Ich habe dann das Militär gemacht, gerade 20 Monate. Das ist für mich eigentlich auch gerade noch wie so eine Zusatzausbildung gewesen, so um das männliche Prinzip ein bisschen besser zu kennenlernen und im Alltag können zu integrieren. Also da ist das Militär eigentlich schon gut, wenn man es wenn man es bewusst macht, oder? Also es ist ja das Potenzial, was man daraus macht, ist eben selber überlassen. Und das bin ich im November fertig gewesen. Ja. Und jetzt bin ich klassisch gesehen arbeitslos, bin aber nicht in der Statistik, weil ich nicht im RAF gemeldet bin und habe zwischenzeitlich jetzt einen Verein gegründet. Und habe mich jetzt aber auch wieder beworben für eine Stelle als Informatiker, 40-60%, dass ich, sag mal, so ein Einkommen habe, wo ich nicht muss überlegen muss, Ende Monat. Sondern genau, wo du irgendwie. Es tönt für mich so, also jetzt irgendwie sehr vieles so ein bisschen technokratisch, oder? Irgendwie so sagst, das ist das Prinzip und so und so und das muss ich beobachten. Das jetzt aber in Mensch hineinbringen, ist manchmal sicher auch noch ganz schwierig, oder? Im Mensch, ja, oder? Ja, wie? Weißt du, so zu leben, Also lebst du denn glücklich? Sehr. Ja. Ja. Weil, also, sobald man begreift, oder, das Ziel, seine glücklich sein zu werden, ist, oder, mit irgendetwas, sondern einfach, dass man das sein, als Mensch, als Mann, als Frau, dann ist eigentlich schon alles gemacht. Wunderbar. Man braucht nicht viel, ja. Dann lassen wir das so stehen. Und ich danke dir auch fürs Gespräch. Schön, danke vielmals. Mach's gut. Wünsche ich dir auch einen schönen Abend. Gleichfalls, ciao Lukas. Ciao Barbara. Tschüss. Schauen wir, was der Bruno zu erzählen hat. Das ist Barbara, Sali Bruno. Ja, das bin ich, ja. Genau, das bist du. 53. Ja. Genau, ja. Was für ein Mann bist du? Was für ein Mann bin ich? Wie soll ich sagen? Ich bin ein Mann, der Secondo ist, italienischen Vater hatte. Ja. In der Schweiz aufgewachsen ist, also hier geboren ist. Und mit 11 die Eltern geschieden haben. Und
Als ich nachher dürfen miterleben, nachher auch im Vereinsleben, mir einen Halt hat, auch durch die Mutter nachher. Mhm. Natürlich auch nachher durch die Lehre, die ich können machen durch den Arbeitgeber, den ich hatte. Mhm. Und das ist eigentlich nachher, eigentlich mit 30 ist mir bewusst geworden, dass da eigentlich mein Vaterersatz war. Und ich nachher nicht mehr hatte, seit 11. Also der Vater, der war einfach dann irgendwie nicht mehr rum, weil deine Eltern... Der war schon rum. Aber du hast schon noch Kontakt gehabt. Hast schon noch Kontakt gehabt? Genau, ja. Wie wichtig ist denn so die fehlende, immer da seiende Vaterfigur? Wie war denn das gewesen? Wie hat dich das geprägt? Wenn du zwar Kontakt gehabt hast, aber gleich, also wie prägt das ein 11-jähriger Bub und wo älter wird, ein Teenager wird? Also ich hätte die Möglichkeit gehabt, dort beruflich Fußballerisch weiterzukommen. Ja. Und ich hätte die Kollegen gehabt, die haben von den Eltern Unterstützung gehabt, die hätte Unterstützung von den Heimen aus und hatte ich halt nicht gehabt. Dazumal ist mir halt natürlich nachher Fernprobe, sage ich jetzt einmal. Ich habe nicht niemand gehabt, ich habe eigentlich seitdem das Training, was gebraucht hat, und. Mhm. Also dort hat der Vater gefehlt? Dort hat natürlich einfach das Familienleben gefehlt. Aber der Vater hat schon gefehlt. Ja, ja. Mutter hat Unterstützung, also die hat es finanziell gar nicht gehabt, das war nicht möglich gewesen, die vier Kinder gehabt, ja. Mit mir zusammen, oder? Also, ich war eins von diesen vier. Und, ja, aber das ist mir eigentlich erst mit 30 bewusst geworden. Dass dir da etwas gefehlt hat. Und wieso ist dir das dann bewusst geworden, ganz genau? Weil ich habe eigentlich wirklich eine gute Lehre gehabt, einen guten Arbeitsstelle gehabt. Ich war im Vereinsleben und ich habe ganz gute Menschen getroffen. Ja. Und das waren ganz gute Typen, die eigentlich richtig eine Vaterfigur für mich übernommen haben. Mhm, mhm. Also mehrere sind das gewesen, oder also nur zwei Personen? Zwei Personen sind das gewesen. Das ist mir eigentlich erst später mal richtig bewusst geworden, mit 30. Mhm. Was haben denn... Die Männer oder eben die Ersatzväter, was haben denn die noch auf die Mann sein können mitgeben? Eben, du hast gesagt, da bin ich 30 gewesen. Was haben die denn dort noch können? Also, bis ich auf dem Weg war, bis ich 30 war, bis ich das erlebt habe, also vor 20 Jahren darauf, haben die mir einfach Sicherheit gegeben. Mhm. Die haben mir Sicherheit gegeben und haben gesagt, du Bruno, was du machst, wir unterstützen dich, du bist gut, du machst das richtig, wir unterstützen dich. Genau. Jetzt bist du ja 52, oder? Also das sind mehrere Jahre, 53 sind mehrere Jahre vergangen. Wie lebst denn du heute als Mann? Wie muss ich mir das jetzt so vorstellen? Also ich habe als 12 eine Freundin gehabt. Und die Freundin hatte ich mit 16 immer noch gehabt. Und sie haben mich geheiratet. Ich bin jetzt immer noch zusammen. Wir haben zwei Söhne, 24 und 21. Wir haben ein Haus gebaut mit den Schwiegereltern zusammen. Mhm. Und das ist im Prinzip fast eine mehrere Geschichte. Also ich war mit einer Frau zusammen, die ich mit 12 geliebt habe und Schulschatz war. Was liebt sie echt an dir als Mann? Weißt du das? Sicherheit. Sie finden... Zuverlässigkeit und Sicherheit. Und das findest du auch, dass du das bist? Ja. Schon. Also wir haben jetzt auch am Anfang ihren Beruf gehabt, sie hat gearbeitet gehabt. Wo wir Kinder bekommen haben, haben wir gesagt, also jetzt bleibt sie daheim. Wir haben noch gebaut. Also warte schnell, dort will ich noch schnell einhaken, dort wo du sagst, also jetzt bleibt sie daheim. Wer hat denn das jetzt entschieden? Ihr beide, sie oder du? Ja, schon mehr miteinander. Miteinander. Das ist dann also so klar. Also wir haben miteinander entschieden, sie bleibt daheim und schaut für Kind. Jawohl. Und du übernimmst quasi den Ernährerjob, oder? Genau. Ja. Und als das... Er hat sich, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat sich von mir in den Augen
bewährt. Was war denn für dich das Gute daran, dass du der war, bist, der eben der Mann, der Beschützer, der das Geld gebracht hat? Was ist das Gute an dieser Rolle für dich jetzt persönlich? Ja, nein, das ist nicht unbedingt das Gute an dieser Rolle. Das ist ein grosser Druck, eine grosse Aufgabe. Mhm. Aber das Gute an der ganzen Sache ist natürlich auch, wenn ich jetzt zurückschaue und wenn ich jetzt meine Familie anschaue und die Kinder anschaue, die rausgekommen sind und sie in der Welt stehen, muss ich sagen, ist das einzige Richtige gewesen. Also von ihrer Seite aus jetzt. Oder? Ja, ja. Und wie viel, also du weißt ja, heutzutage ist ja so, eben an die Männer werden ganz viele Ansprüche, Erwartungen gestellt und so. Wie ist denn das jetzt bei dir? Also gibt es da auch Erwartungen? So, also da ist einerseits der Berufsmann, und aber er soll gleichzeitig auch die Heim noch im Haushalt da sein. Er sollte da sein für die Kinder, ein guter Vater sein und so. Also ist das bei euch auch ein Thema? Er hat sich mittlerweile ein bisschen geleitet. Also eben, meine Freunde sind jetzt 24 und 21. Ja. Also, ja. Wir unternehmen gleich noch viel. Wir machen viel Sport miteinander. Wir machen sehr viel Skifahren. Wir machen Töpfe fahren miteinander. Ja. Also Freizeit macht man noch einiges miteinander. Ich tue sie beruflich unterstützen. Und in der Weiterbildung tue ich sie unterstützen. Und da merke ich immer wieder, dass der Vater eine wichtige Person ist daheim. Auch wenn das Kind 22 oder 24 ist. Mhm. Dass das enorm wichtig ist für junge Burschen. Und was Haushalt angeht, da kann ich natürlich ganz klar sagen, was Waschen angeht oder so, so Zeug mache ich nicht. Was machst du nicht? Waschen? Waschen tust du ja, nicht? Ja. Und wieso denn nicht einfach? Aus Prinzip? Ja, aus Prinzip, dann habe ich gesagt, das mache ich nicht, da kannst du, da will ich gar nicht anfangen. Ja. Ja. Wir haben mal die Rollen vertauscht miteinander und wir haben auch noch sehr wunderbare Hunde. Gordon sollte, die ja. Grosse Aufgaben sind, auch für die Frau, ja. Die das gerne macht, ja. Die tut ausbilden, mit denen tut arbeiten. Ja. Und ja, und so ist eigentlich unser Tag eigentlich geregelt, mehr oder weniger. Ja. Ja. Und du selber, bist du glücklich als Mann? Oder vielleicht kann ich auch fragen, wo oder was macht dich denn am glücklichsten als Mann? Also wenn ich jetzt zurückschaue, was mich wirklich glücklich gemacht ist, wenn ich jetzt die Entscheidung, die ich getroffen habe, mit dieser Frau, mhm. so zu leben, ja. Und mit den Schwiegereltern ein Haus zu bauen, ja. Was nicht immer einfach ist, aber bei uns ist es gut gegangen, mhm. mit den Kindern immer am gleichen Haus zu wohnen, genau. Muss ich sagen, da haben wir eigentlich alles zusammen richtig gemacht. Und bis jetzt ist eigentlich alles zusammen super gut aufgegangen. Das ist schön. Aber, und die? Aber es braucht einfach gleich, wie soll ich sagen, Engagement, Willen. Du musst mhm. irgendetwas einfach immer etwas machen. Ja, genau. Also bei dir ist jetzt das alles aufgegangen und du hast zwei Söhne oder einen Sohn? Zwei Söhne. Und wenn du die zwei Söhne jetzt so anschaust, wie die im Leben stehen, was sind denn das für Männer? Sind die ähnlich wie du? Oder? Der eine ist ähnlich wie ich, der andere ist ähnlich wie die Frau. Und gut, das müssen wir sehen. Nein, es kommt nein. gut, dass er da... Es hat mich jetzt nur Wunder genommen, was sie denn für ein Vaterbild mitnehmen, oder Mannenbild mitnehmen, mhm. am Vorbild, wo sie hatten als Vater. Wie wir das ja vorher auch bei dir angeschaut haben, mit deinem Vater. Ja, danke vielmals fürs Gespräch. Ja, danke und auch. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht und mach's gut. Gut, danke vielmals. Ciao, Bruno. Tschüss. Tschüss. Eben wie gesagt, Frauen, Geduld, in einer Woche sind ihr dran. In einer Woche dürfen die erzählen, was es heisst, Frau sein, was dann alles irgendwo für euch wichtig ist, welche Ansprüche das ihr habt, welche Doppelbelastungen, Dreifachbelastungen, wo ihr glücklich sind, was Weiblichkeit heisst und so weiter und so fort, sind ihr dran und erzählt über das. Und wenn ihr
Lust haben, dort mitzumachen in einer Woche, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch zu melden bei uns, und zwar bei der Redaktion. Ich nehme nämlich das Telefon ab, 0800 00 22 20. Oder schreibt ihr Frauen, schreibt ein Mail an die Redaktion nachtwoch@srf.ch. Nächste Woche also. Was heisst es, Frau zu sein heute? Was heisst es, Mann sein? Felix, das ist Barbara. Sali, Felix. Sali. Barbara. So, 54. Auf was für ein Mannenleben schaust du zurück? Sehr farbig. Das ist schön. Sehr also, farbig, ein wildes, ein schreckliches, ein wunderbares. Also sehr, sehr vielseitig. Ja. In welcher Phase bist du jetzt gerade? In welcher Farbe? Wahrscheinlich in der besten Phase von meinem Leben. Und von dem her freue ich mich sehr auf das, was im Moment auf mich zukommt. Und was heisst das jetzt? Was ist das für eine Phase als Mann? Mich neu zu definieren, vollständig. Völlige neue Definition von mir, von dem, was ich will, von dem, wohin ich will gehen, was ich möchte machen, welche Rolle ich möchte spielen in meinem eigenen Leben. Und das ist etwas, was ich vorher nicht machen konnte. Ich hatte den Luxus nicht gehabt. Ich habe eine relativ traumatische Scheidung hinter mir vor, was sind es, 14 Jahren oder irgendetwas. Und habe dann 3 Kinder allein dürfen aufziehen. Das war nicht ganz einfach gewesen. Das glaube ich. Also, das ganze Programm, muss es so nicht aufzählen. Jede Frau versteht, was ich da damit meine. Und dann natürlich auch noch schauen, dass irgendwo Einkommen kommt. Also du würdest sagen, hast so schön gesagt, zu schauen, was für eine Rolle spiele ich eigentlich in meinem eigenen Leben spielen, heisst also, du bist fremd bestimmt worden in dieser ganzen Zeit. Absolut, ja, absolut. Also es ist eigentlich eine Fremdbestimmung, wie wir sie eigentlich seit Jahrtausenden erleben. Das heisst zwar immer, die Männer sind die Bösen gewesen. Ja, aber auch ist es jetzt umgekehrt, genau. Das ist jetzt umgekehrt. Nicht nur, ich glaube, es ist schon immer so gewesen, dass Frauen immer eine sehr dominante Rolle gespielt haben in der Ehe, aber eben viel subtiler, und da reden wir natürlich von ganz anderen subtilen Mächten, wo die Frauen haben, auch in der positiven Form natürlich. Ja, natürlich. Und umgekehrt genauso. Umgekehrt oder? Auch, genau, ja. Also gut, jetzt bist du in diese Phase bist du reingerutscht, weil du einfach gewusst hast, so jetzt ein Punkt. Also die Kinder sind erwachsen in dem Fall, oder? Oder hat es etwas anderes gegeben, wo wirklich es hat einen Wechsel gegeben, ja, wo sagen wir, die zwei jüngeren Kinder haben dann vor ein paar Jahren wählen noch die Mutter leben, die wohnt doch 1000 Kilometer weg. Aha. Und die ist eben damals einfach davon gegangen, oder, über Nacht, und das ist dann nicht so lustig. Ja. Und ich habe gefunden, im Sinn von einer, sagen wir, auch von einer Versöhnung, und ich habe immer wollen, dass das Kind auch einen näheren Kontakt hat zur Mutter, hat das auch immer gefördert, also sie hat jederzeit können anrufen und umgekehrt ebenfalls. Ich habe also da keine Spiele und keine Machtspiele gespielt, wie das leider oft der Fall ist. Ja. Und von dem her haben sich dann zwei entschieden, sie wollten gerne zu der Mutter zügeln und das noch irgendwie erleben. Und ich habe gesagt, okay. Und das war eine sehr grosse Wendung. Wir hatten vorher ein sehr, sehr herzliches Verhältnis zueinander, also sehr eng. Und das ist eigentlich dann völlig zerstört worden. Also die Familie ist völlig auseinandergerissen worden. Mhm. Das war traumatisch gewesen, auch für mich. Also ich habe auch gesundheitliche Folgen davon getragen, die heute korrigiert sind zum Glück, dank einem hervorragenden Arzt auch. Aber das war eine sehr schwierige Zeit gewesen, wo ich natürlich die Zeit erlebt habe, die sicher auch Frauen erleben, sagen wir mit 50 oder 60, wo sagen wir, die Kinder weg sind, ihre eigenen Wege gehen. Genau, wenn man das alles irgendwie alles wieder neu muss definieren. Und daran, ja, bist du jetzt, oder? Was heisst denn das jetzt für dich? Die Rolle von dem Mann, wo du wettisch sein. Welche Rolle wettisch denn jetzt einnehmen? Nein, nicht die Rolle einnehmen, sondern die Ursprünge. Ja, was wettisch du für einen Mann sein? Also die ursprüngliche Rolle eigentlich. Also zielstrebig, hartnäckig, eigentlich auch sehr sensibel, also liebevoll, herzlich vor allem. Ja. Musikus und Geschäftsmann in allem. Aber vor allem auf Menschen zugehend und Neues erlebend und auch neue Sachen in Angriff nehmen,
wo wir völlig fremd gewesen sind vorher. Also keine Angst haben überhaupt vor irgendetwas Neuem, was es auch ist. Und von dem her ist es eigentlich eine Rolle, die ich schon immer wollte spielen, mein eigenes Leben, meine Träume verwirklichen. Und dann bin ich da und es läuft im Moment genau in die Richtung. Also sag ganz ein konkretes Beispiel, ein einziges Beispiel, wo du sagst, da ist jetzt eine Veränderung, da definiere ich mich neu als Mann, da irgendwie... Es gibt ja drei Beispiele. Drei, gut. Ein neues Geschäft. Ja. Ein geografischer Wechsel, komplett einen neuen Ort zügeln, einen wunderschönen Ort. Ja. Eine neue Partnerschaft. Also wirklich alles zusammen. Und wie hast du denn das jetzt geschafft, alles so? Du bist ein Powermann, gell, wenn ich dir so zuhöre, oder? Also einer, der so... Ja, wahrscheinlich schon, also, wenn drei Kinder aufziehst. Ja, ja, also man spürt es auch, wie du erzählst. Dann schon den Power an. Aber ich wollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich Phasen hatte, wo auch ich irgendwo in der Dusche war und gekühlt habe. Also das hat es dann bei mir auch gegeben, damals. Und das ist einfach auch Teil vom Programm. Ist denn das... Heulen. Ist dann Heulen irgendwie etwas, wo völlig fremd gsi ist für dich? Dass ein Mann darf? Nein, aber es ist, sagen wir, wahrscheinlich die Erwartungshaltung, wo man sich irgendwie hat reinprojizieren lassen. Quasi, du bist der Stark, du bist der Ernährer, du bist der Vater, du musst doch stark sein und so weiter. Und Heulen ist etwas für Sissis oder für Pussis. Und das ist, für mich ist Heulen eigentlich etwas gewesen, was spontan gekommen ist. Und es hat eine ungeheure Befreiung gegeben. Also das ist vielleicht ein Heulkrampf, wo irgendwie, sagen wir, 2-3 Minuten geht. Und dann sind die ganzen Muskeln total locker und man ist total befreit. Also das ist eigentlich eine sehr gesunde Sache. Du, dann wünsche ich dir auf deinem Weg, wo du alles neu definieren und wo alles vielleicht wieder so farbig wird und so, alles Gute. Danke vielmals, Barbara, dir auch. Schönen Mach's Abend. Mach's gut. Gell? Ciao. Tschüss, Felix. Tschüss, ciao. Roman, das ist Barbara. Ja, hallo. Roman, du bist 33? Jawohl, richtig, genau. Und was für ein Mann bist du? Ja, ich bin eigentlich ein bodenständiger, normaler Mann, der noch ein vielleicht ein bisschen im alten Muster lebt. So ein bisschen im klassischen. Was heisst das? Was heisst denn das? Wie drückt sich das aus? Ja, zum Beispiel, dass halt der Mann sitzt am Steuerrad und die Frau auf dem Beifahrersitz. Das ist dann einfach so. Und wenn jetzt aber eine Frau kennenlernen würdest, wo also will die am Steuer sitzen? Was machst du? Also die ich bin ja bei einer Beziehung und die Diskussionen, die haben wir immer wieder. Aha. Weil ich komme eher aus einer Familie, wo der Vater dominiert hat. Sie kommt aus einer Familie, wo die Mutter dominiert hat. Und das führt natürlich manchmal ein bisschen zu Spannungen oder so. Was wir natürlich immer eigentlich inzwischen gut managen. Aber das ist zum Beispiel selten fahren, etwa wieder eine Diskussion. Und was ist denn jetzt die Haltung da dazu, wenn sie sagt, ich will jetzt ein Steuer? Ja, dann muss ich halt manchmal auch nachgeben. Oder? Es ist dann nicht mehr am Friedensliegen. Umfällt dir denn das schwer? Also geht dir denn da wie in den Zacken aus der Krone? Ja, also am Anfang schon, ja. Da habe ich also schon ein bisschen Mühe gehabt. Weil ich kenne es einfach, mein Vater ist 30 Jahre lang Auto gefahren, oder? Und die Mutter nebenan. Und jetzt wird sie plötzlich. Das war ganz schwierig. Ja, am Anfang. Aber ich habe allgemein auch ein bisschen das Gefühl, also ein bisschen, was wir in unserer Beziehung repräsentieren, das spiegelt sich manchmal auch ein bisschen auf die Gesellschaft. Ja. Also, es ist ja so, ein bisschen, dass ja auch Frauen eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht haben. Also in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, oder? Und zu Recht, oder? Muss man auch zu Recht. Also, es hat da jetzt überhaupt nicht irgendwie kritisch sein oder so. Es ist ja auch, man muss ja auch sagen, dass gerade zum Beispiel die Digitalisierung, die stattfindet, ja, das auch zum Teil sehr an der Frau in die Hand spielt, oder? Weil Männer, die sind ja noch früher, sage ich jetzt mal, aus der Industrialisierung auch so ein bisschen die Manneskraft, die braucht es ja heute nicht mehr so viel. Auch durch die Automatisierung wie früher, oder? Und da ist natürlich der Mann manchmal heute manchmal ein bisschen hilflos da oder vermisst vielleicht ein bisschen klassische Rollenbilder und Vorbilder. Wie machst du denn das? Also eben, also du merkst, da ist die Moderne, oder? Die heutige Zeit und so, die Veränderungen und so.
Genau. Also wie versuchst du dich denn? Du musst dich ja dann auch irgendwie dich anpassen oder verändern. Absolut. Und was heisst das denn? Also das heisst ein bisschen natürlich, man muss das auch so akzeptieren. Also ich finde, ganz wichtig ist auch heute, dass man Frauen und Männer, dass man das nicht irgendwie als Competition anschaut, wer ist jetzt besser und so, sondern dass es ein Miteinander ist, also zusammen sein. Weil ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck durch die ganze MeToo-Debatte, aber auch, wenn man Werbungen schaut, Männer werden oft ein bisschen schlecht gemacht. Mhm. Jetzt müssen wir langsam schauen, dass wir Männer nicht, dass es nicht ins Gegenteil kippt, dass wir Männer quasi schlechter dastehen, als wir eigentlich sind, weil es sind nicht alle so schlimm. Du machst jetzt da noch ein Fenster auf oder eine Tür auf, die Musik läuft schon hinten dran, wo wir jetzt nicht mehr diskutieren können, die MeToo-Debatte. Aber deinen Beitrag habe ich auch sehr interessant gefunden. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende, Roman. Ja, und ich wünsche dir eine gute Nacht und immer wieder zusammen etwas machen. Alles klar. Mach's gut. Ciao, Roman. Tschüss. Bye, bye. Danke. Also, Männer, danke vielmals, dass ihr mitgemacht habt. Und die Frauen, danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Wobei sicher auch Männer zugelassen haben. Und ihr Frauen sind eben das nächste Mal dran. Dann nimmt es mich Wunder von euch, wie muss man eigentlich heutzutage als Frau sein? Erzählt mir das. In der Zwischenzeit, ganz eine gute Woche, bleibt gesund. Oder werdet wieder gesund. Tschüss zusammen. Nachtwach-Podcast von SRF 3 und Fernseh SRF 1.